Für die Betroffenen bedeutet es, wenn sie Medikamente bekommen, die über das Maß der behandlungsbedingten Notwendigkeit hinausgehen, dass sie in ihrer Wachheit, in ihrer Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, in ihrer Denkfähigkeit beeinträchtigt werden. Also man sagt ja auch im Volksmund die chemische Zwangsjacke. Das ist de facto das, worum es geht. Dabei zeigen Versuche, dass Sedierungen nicht nötig sind. Zunehmend steigt das Bewusstsein dafür, auch bei Ärzten. Es werden zurzeit sicherlich noch zu viel Psychopharmaka eingesetzt, aber es sind halt auch viele Wünsche auch von der Umgebung da. Es wünschen sich die Angehörigen, dass der Vater nicht so wandertriebig ist. Es wünscht sich vielleicht eine Pflegeperson, dass der betroffene Patient ruhiger schläft, nicht so häufig aus dem Bett fällt. Also es sind hier verschiedene Wünsche zu erfüllen. Und derzeit schlägt halt noch der Pendel etwas zu sehr auf die Wünsche der Umgebung aus und noch nicht auf das, was an und für sich Anliegen für die Versorgung des Patienten wäre. Die Folge sind Stürze, die dann wiederum den Pflegebedarf erhöhen. Es ist tatsächlich so, dass viele Medikamente, die ganz natürlich schlaffördernd sind, in Wirklichkeit den Muskel entspannen. Und wenn dann ein älterer Mensch in der Nacht plötzlich auf die Toilette muss, dass er wach wird, auf einmal gehen will, es nicht kann und stürzt. Und dann ist ein vielleicht zu hochdosierte oder unnötige Schlafmedikation eindeutig eine Fehlmedikation und führt dann vielleicht zu Verletzungen. Dankeschön. Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen. Eine Studie hat gezeigt, dass der Einsatz von sedierenden Medikamenten in Österreich besonders hoch ist. Nach dieser Studie werden mehr als 70% der Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen mit Medikamenten versorgt, die eigentlich nicht notwendig sind. Im norwegischen Bergen leitet der Arzt Stein Husebø ein Ausbildungspflegeheim. Viele Jahre lang hat er in Österreich gearbeitet und an der Uni Wien gelehrt. Daher kennt er beide Welten. Bei dem unruhigen Demenz erkrankten die früher, wie man sagt, in Österreich niedergespritzt wurden. Ja. Da hat man jetzt herausgefunden, wenn sie gedopt werden, dann leben sie kürzer und sie haben dann viel schlechteres Leben. Und das geht nicht an. Also ist in meinen Augen eine Verletzung der Menschenrechte. Also man gibt Menschen etwas, was sie nicht haben wollen, weil wir nicht ausreichend Personal haben oder nicht ausreichend Kompetenz haben. Dr. Husebø hat in Norwegen für andere Standards gesorgt. Auch wir überreißen nicht ganz, was wir machen. Das ist ja chemische Kriegsführung. Also das sind ja chemische Stoffe, die giftig sind für den Körper. Und alle Medikamente, die Wirkungen haben, haben Nebenwirkungen. Und darüber müssen wir diskutieren und in Acht nehmen. Und einmal zu viel niedergespritzt ist eigentlich ein Mord.